und dann müssen wir das so nehmen. Macht so Spaß hier. Hallo, wir sind fertig. Ich bin fertig. Er hat nichts gemacht. Das sieht echt lecker aus. Taste-Test. Taste-Test. Ich freue mich so. Eine weitere Sache, die ich verkackt habe. Es gibt keinen körnigen Frischkäse heute, okay? Zum Frühstück gibt es halt Kuchen. Oh, das sieht so geil aus. Das ist so ein gesünderer Karottenkuchen. Ohne zu backen, das probieren wir aus. Den habe ich schon seit Wochen abgespeichert und ich traue mich, es nicht zu machen. Deswegen finde ich es immer gut, diese Videos zu machen, weil dann muss ich es machen. Auch wenn er dann nicht schmeckt, hat es sich ja trotzdem gelohnt, den dann zu machen, weil ich euch wenigstens davor bewahre. Wo fangen wir an? So, also wir brauchen Karotten, Mandeln, Cashews, Hafermilch, Hafer... Wie ist das? Wie heißt denn das nochmal? Haferflocken. ich habe jetzt keine richtigen Haferflocken, sondern so eine Haferflockenmischung. Aber da sind nur Dinge drin, die hier perfekt reinpassen. Ich wollte keine Haferflocken kaufen, weil ich die sowieso nicht esse. Und eine weitere Sache, die ich verkackt habe. Ich habe komplett überlesen, dass da Kokosflocken rein müssen. Ich habe Kokosmehl hier. Ich tue ein bisschen weniger rein, als rein müsste dann von den Kokosflocken. Ein paar Gewürze. Ach so, und ich musste hier noch Datteln einweichen. Und das ist, glaube ich, alles. Ja, und eigentlich müssen wir einfach alles zusammenblenden und dann ist es fertig. Haferflocken, Kokosnusszeug, Mandeln, dann die Gewürze. Hab die Karotten vergessen. Karottenkuchen. Boah, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das schmecken soll. Und da kommt jetzt noch ein Frosting drauf. Und dafür brauchen wir eingeweichte Cashews, Datteln, Vanille, Zeugs, Mandelmilch, nee, Hafermilch und ein bisschen Tahin. Das schaffe ich jetzt nicht mit einer Hand. Kriegt das irgendwie nicht so smooth hin, wie sie das in dem Video hatte? Ich weiß nicht, ob ich mehr Flüssigkeit noch reintun muss oder so. Aber dann habe ich Angst, dass es zu flüssig wird. Deswegen lassen wir das jetzt so. Und das kommt jetzt oben nur noch drauf. Richtig lecker. Mm. Und das kann man jetzt so essen, ohne zu backen. Eine weitere Sache, die ich verkackt habe. Das muss jetzt noch 2 Stunden in die Tiefkühltruhe. Ich hab Hunger. Naja, dann wird das jetzt nicht mehr ein Frühstück, sondern unser Nachtisch nach dem Mittagessen oder so. 2 Stunden später. Ich sag jetzt nur mal Klarsichtfolie. Ja, und? Aber es ist Frischhaltefolie. Klarsicht ist doch das, ist, wo man so Papier reintut, oder? Nee, wo man Papier reintut? So diese Hefter, diese durchsichtigen... Ach ja, ja. Das ist doch Klarsicht, oder? Ja, ja. Hi! Ich habe hier schon einiges vorbereitet, weil ich hatte das Gefühl, das wird sehr viel Arbeit sein und deswegen dachte ich, ja, wir machen jetzt Sushi-Bälle. Willst du uns vorstellen, was in Sushi-Bälle reinkommt? Ja, ich habe Reis gemacht. Ich habe den auch so gewürztmäßig. Gurke, Avocado und noch so Thunfischzeug habe ich mit Mayo. Schien. Genau. Wir haben mal in einem, ich habe Dinge, die ich noch nie gegessen habe, Sushi gegessen. Ja. Das war, glaube ich, irgendwie vor Weihnachten. Das war irgendwie, ich glaube, in einer kalten Jahreszeit. Glaubst du, so lange her? Ich habe irgendwie vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten? Aber nein, stimmt, wir essen seit letztem. Boah, das ist safe schon ein halbes Jahr oder ja, so. Ja, das ist ein Jahr. Mein Gott. Auf jeden Fall haben wir da gesagt, dass wir Sushi nicht verstehen, also nicht den Hype verstehen und es okay finden. Mittlerweile verstehen wir so den Hype. Wir sind obsessed mit Sushi, wir lieben Sushi. Sushi ist das Beste, was es gibt. Ja. Wir essen so ziemlich jede Woche gefühlt. Sushi ist so geil. Und jetzt gibt es Sushi-Bälle. Ja. Was auch immer das ist. Ja, das ist halt so eine vereinfachte Variante von Sushi, wenn man keinen Bock hat, glaube ich. Aber irgendwie ist es, glaube ich, genauso kompliziert. Und, ah, okay. Ja. Ich habe Sushi schon ein paar Mal versucht selbst zu machen, es hat ganz okay geklappt. Jetzt müssen wir Reis auf diese Frischhaltefolie tun. Ich hoffe, der ist klebrig genug. Es ist sogar Sushi-Reis. Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, das ist ein bisschen viel, oder? Aber der klebt nicht so gut. Ich habe eigentlich mal normal Sushi gemacht. Toxisches Verhalten. Wie ist meine neue Folie? Nee, ich benutze, also ich versuche die ganze Zeit die zu benutzen. Okay. Kommt ein bisschen von dem Zeug da rein. Wenn ihr gute Sushi-Tipps habt, dann gebt mir die gerne. Liebe Sushi. So, und dann müssen wir das so nehmen.
Macht so Spaß hier. Und versuchen, einen Ball zu formen. Sieht nicht aus wie ein Ball. Es sieht, ja. Toxische Menschen. Ja. Es ist katastrophal. So, die drehen das dann so ein und dann wird es ein Ball. Und dann lassen die das eine Viertelstunde und so und dann kommt der nächste. Nee, eigentlich glaube ich nicht. Dann muss man das noch hier so. Pop, pop, pop. Ohne Folie, oder? Nee, mit Folie jetzt hier mal. Ich weiß nicht, ob das eine Dauer hat, dass das klebriger wird oder ob... Nein, da ist ein Loch. Und der sieht so geil aus. Und ich bin der Kameramann. Ich habe mich nicht getraut, mehr in das Sesam zu gehen. Sweet. Ey, aber der ist voll gut, oder? Ja, der ist voll gut. Ich glaube, ich mache aber jetzt ein bisschen kleinere, oder? Der ist schon riesig. Ja, der ist schon... Ja, Kühlschrank. Der ist noch ein bisschen lauter. Guck mal, wir haben eine neue Kühlschrank-Deko. Das habe ich gemacht. Das richtig cool. Also hier auch so ein Eistee. Süß, oder? Ich habe mir extra Stickers geholt. Hübsch hast du das gemacht. Danke. Ich habe noch nicht ganz raus, wie viel Reis wir brauchen. Also ich finde, der erste sah auch in einer besseren Größe aus. Oha, den hast du sogar mehr gedreht. Ja, wow. Guck mal, ey, ich bin so gut einfach. Ey, vielleicht denke ich, ich mache das jetzt anderen. Einfach und dann gucken wir mal. Okay. Was wird? Ich glaube, das dauert voll lange. Ja. Hallo, wir sind fertig. Ich bin fertig. Er hat nichts gemacht. Du hast ja recht. Alles gut, wir haben uns beiden nicht, also wir haben ihm beide nicht vertraut. Hello, darkness, my old friend. So sieht das jetzt aus, die Sushi-Bälle. Ich habe hier neben noch den Rest gemacht, der nicht mehr für den Ball gereicht hat. Das hat so 20 Minuten jetzt nochmal gedauert. Wenn das nicht viel besser schmeckt als normale Sushi-Rollen, weiß ich nicht, ob es sich lohnt. Weil ich dachte, das wäre so ein Hack, dass es irgendwie schneller geht. Aber ich finde nicht, dass es schneller geht. Ich glaube, es sieht einfach nur fancy aus. Also es sieht echt lecker aus. Das ist alles, was ich sagen kann, weil ich habe nichts gemacht. Dafür räumt er gleich die Küche auf, was ich halt nie machen muss. Das muss man mal auch mal appreciaten. Wir haben Sojasauce und noch so eine Chili-Mayo. Boah. Ich liebe es einfach. Boah. Geil. Es schmeckt schon sehr geil. Mm. Weißt du, was mich daran stört? Was denn? Weil mit genau den Zutaten mache ich oft so eine Bowl. Und dann isst man das halt einfach so. Und es geht viel schneller. Aber ich finde, das schmeckt besser, obwohl das genau das gleiche ist. Mm. Aber ich fühle es. Das Gefühl ist halt geiler. Ja. Irgendwie. Manu. Also es ist schon geiler, leider. Aber das dauert so eine halbe Stunde länger. Mach das auf jeden Fall nach. Hast du gerade ein Problem? Mhm. Ich hab fast was vergessen. Unser Frühstück. Unser Frühstück. Wer essen nun unser Frühstück? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Um 17.47 Uhr. Okay, das ist ein No-Bake Carrot Cake. Das sieht wirklich ein bisschen aus wie Kotze da oben drauf. Ja, das Ding ist, ich habe es auch nicht so fein hingekriegt zu probieren. Ja, ja, ich gebe dir nicht die Schuld, ich gebe dem Rezept die Schuld. Es schmeckt schon sehr karottig. Mhm. Ist nicht scheiße. Aber. Ich bin halt nicht der Mensch für Raw Diet. Oder? Same. Es ist nicht. Ich schmecke halt nach Karotte und Nüsse. Es schmeckt sogar sehr süß. Ein bisschen, ja. Ja. Also das einzig Süße da drin sind halt Datteln. Krass. Es ist und Zimt. Und Zimt, ja. Okay, stimmt, süß, weil. Also je mehr ich esse, desto besser finde ich ihn irgendwie komischerweise. Ich würde den auch nicht nochmal machen. Nee. Klar, Berlin. Yes, please skip now. Ich brauche was zu wischen, denn ich mache Trausi. Ich weiß genau, was ich will. Ganz genau. Diesen Kuchen. Ja, und jetzt geht's. Hi! Vielleicht fällt euch was auf. Was denn? Erzähl mal. Heute, also wir haben gerade einen anderen Tag.
Aber ich wollte das Rezept noch, also wir haben es vergessen und ich wollte es noch reinbringen, deswegen tun wir einfach so, als wäre noch derselbe Tag, ja? Also wir haben jetzt, wann haben wir das gedreht? Vor 2 Tagen, 3, 4, irgendwann. Und zwar machen wir jetzt Brazilian Lemonade. Okay, wir brauchen eigentlich nur Limetten und Kondensmilch. Ich muss die noch sauber machen, weil ich nicht weiß, wie es bei der Schale ist. Wir haben einen Mixer und dann müssen wir da noch Wasser reintun. Ich weiß nicht, wie viel Wasser. Schauen wir mal. Was wird oder was werden? Was geworden ist. Willst du reinfilmen, weil ich weiß nicht, wie Limetten im Wasser aussehen. So sehen Limetten im Wasser aus, die in einem Mixer sind. Die sagt, dass man sich einen Timer für 30 Sekunden stellen soll, weil wenn man es zu lange mixt, wird es bitter oder so. Okay. Ich bring dir in Ekstase mit einem schönen Getränk. Ja, ich weiß nicht, wie viel zu viel Wasser drum. Das hat ja halt noch gar nichts. Ich mach mal ein bisschen Wasser raus. Mach mal ein bisschen Wasser raus. Na, wie sieht's aus? Ja, ich weiß nicht, ob das komplett, ob das noch mehr sein soll. Aber wenn ich jetzt mehr mache, könnte es bitter werden, ne? Ja, strain ist lieber dann am Ende, oder? Ja, man muss es sowieso strain. So, dann muss man das einmal durch so ein Sieb. Sieht irgendwie voll lecker aus schon. Es riecht auch schon so geil, aber es sind halt auch einfach Limetten. Okay, Flo hat gerade verkackt zu filmen. Ich habe jetzt noch Kondensmilch und Eiswürfel reingetan. Und jetzt muss das nochmal püriert werden. Oder gemixt. Taste-Test. Schon ganz geil irgendwie. Sehr fruchtig. Ich glaube, vielleicht hätte noch ein bisschen mehr Kondensmilch rein. Ja, finde ich tatsächlich. War schon sehr. Also und ich habe dich noch aufgehalten. Ja. Das ist bestimmt auch voll die geile Basis für so einen Cocktail. Oh. Ja, man, das macht schon Bock. Schon irgendwie geil. Ich habe so eine geile Balance zwischen so sauer und süß. Weißt du, woran mich das erinnert? Oh. An dieses Calippo-Eis, an diese ganz kleinen Kugeln. Diese Kügelchen, ja. Erzähl, was machen wir? Ich freue mich so. Boah, ja. Ich glaube, jetzt gibt's was richtig Gutes. Wir machen jetzt Halloumi Fries oder so. Boah, das Halloumi. So geil. Ey, Halloumi ist so geil. Warum haben wir schon seit 3 Monaten kein Halloumi mehr gegessen? Du kaufst ein. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt's jetzt Halloumi Fries. Das sind einfach panierte Halloumi-Sticks, frittiert. Ja, wir müssen jetzt eine Panierstraße erstellen. Halloumski. Echt, aber also, ich habe irgendwie nichts dazu geplant. Eine weitere Sache, die ich verkackt habe? Ja, dann gibt's ja. Wir essen jetzt einfach nur diesen einen. Okay, wenn du wirklich nur diese eine Packung geplant hast, ist ein bisschen wild von dir. Also wirklich, 2 Packungen wären aber auch ganz schön viel, glaube ich, pro Person so. Das wären 600 Kalorien. Ja, okay. Okay, das ist für eine Mahlzeit jetzt ja, auch nicht so okay. viel. Ja, okay, das stimmt auch. Sie hat mal wieder nirgendwo hingeschrieben, was reinkommt, weil sie sagt nur, was reinkommt. Jetzt muss ich mir dieses Video 800 Mal angucken. Mehl, Eier, Panko-Paniermehl. Panko-Paniermehl. Mehl, Eier, Panko-Paniermehl. Hardcore, weil der Flo das war. Und du sagst, Panko-Paniermehl. Alles gut. Ich hab mir aber auch Halloumi, wir haben das so lange nicht gegessen, ich dachte, das ist ein bisschen größer. Das ist ja voll, das sind ja 6 Pommes ungefähr. Mehl, Eier und... Panko-Panier! Ich mach einmal einen Salat dazu. Also ja, das ja. passt schon. Hey, ich glaube, jeder kriegt 4 Fries. Vielleicht kriegt ja jeder sogar 6 oder so, wenn sie. Aber ich würde die jetzt noch halbieren, oder? Ja, ich hätte auch erst halbiert gesagt. Huch. Aber dann sind sie aber echt dick. Die sind schon dick, ne? Die sind doch gedrittelt. Nun wälzen wir das Zeug im Mehl, dann im Ei. Revolutionär. Oder? Noch nie jemand gemacht vorher. Und dann im Panko-Panier. Ich glaube, das hätte ich auch gewürzen sollen. Egal. Irgendwo ist ja Gewürz dran. Irgendwo ist Gewürz drin dran. Hey. Da sind die 8 Sticks fertig. Sind 8 sogar? Ja. Das ist dein Lieblingssalat. Das ist mein Lieblingssalat. Das sind sehr innig umarmt. Ja. Muss man mal sagen. Ich lieb den so. Und was kommt so an deinem Salatdressing? Öl und Essig. What? Schafft sie es dieses Mal, dass es dabei zizzelt?
Es zizzelt. Es zizzelt, aber es ist so schlecht zu sehen. Eben sah es normaler aus. Ja, wenn jetzt alles dunkel war, dann lag das daran, dass Flo nicht Bescheid gesagt hat, dass alles super dunkel ist. Du bist super dunkel. Weil die ISO war sehr weit unten, nicht auf Auto. Naja. Da sind die Halloumi-Sticks, jetzt kann man sie sehen. Also wenn das nicht gut aussieht mit diesem Salat dazu, wow. Was geht ab, ihr frechen Frühchen? Einer ist mir ein bisschen... Aber ich glaube, die anderen waren okay. Das ist halt geil, ne? Es ist halt einfach schon, weil es frittiert ist. Es ist halt einfach Halloumi und frittiert. Ja, aber so Rosen brauchen wir dazu. Wir haben Mango, Sweet Sour und Mayo. Schauen wir mal, was am besten schmeckt. Aber es schmeckt schon fast wie Mozzarella-Stick. Ja, das stimmt. Und bei dir im Video ist der Halloumi richtig flüssig geworden. Aber Halloumi wird doch gar nicht flüssig, oder? Nee, also das ist ja auch nur weich. Ja. Wir machen den ja auch schon mal im Ofen, der ist ja noch länger bei so viel Hitze. Ja, und ich check ja auch nicht. Oh, es ist sehr geil. Der Salat ist auch gut. Ja. Sehr gut. Ich lieb's, wie du so von diesen Soßen fast bedeckt bist. Hallo! Das war's mit dem Video, oder? Ja. Schön, war's mit euch. Danke, dass ihr gern Zeit mit uns verbringt. Wir schauen jetzt Beauty and the Nerd. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und ihr abonniert jetzt diesen Kanal. Und lasst ein Like da. Und einen Kommentar. Kommentar, genau. Okay. Tschüss.